Hi Leute, ich grüße euch ganz herzlich zum heutigen Video und es gibt ein feines Update zu Suicide Squad Kill Justice League. Die Entwickler haben sich zurückgemeldet mit ihrem ersten Developer Update zum Game und darin wird einiges erklärt, was vielleicht auch ein bisschen notwendig ist angesichts des letzten Patches, der stattgefunden hat. Denn dort gab es natürlich einige kritische Anmerkungen von Leuten, die das Spiel selbst halt auch gerne spielen. Sei es darum, dass erstmal Sachen genervt wurden, anstatt Login-Probleme, Performance-Probleme, Speicherprobleme und solche Dinge zu verbessern oder eben die Fehler zu beheben und warum das keine Priorität hatte oder zumindest sah es nicht danach aus. Zu diesen Themen wird da Stellung bezogen. Ich habe es heute in einer deutschen Übersetzung für euch dabei, eine inoffizielle Übersetzung. Wir gucken es uns zusammen an. Falls ihr das Ganze nachlesen möchtet, findet ihr das Ganze auf meinem Blog. Der Link ist unten in der Videobeschreibung. Wir starten aber los und lesen das Ganze einfach mal grob zumindest mal durch. Hallo Leute von Metropolis. Es war eine geschäftige, aber auch aufregende Woche hier bei Rocksteady. Wir haben unseren ersten Patch nach dem Launch herausgebracht und bereiten uns auf die Veröffentlichung der ersten Staffel, also der ersten Season vor. Stichwort Joker Memes. Aber noch wichtiger ist, dass das Team unglaublich hart an der Fehlerbehebung und Verbesserung arbeitet. Ihr wart alle offensichtlich auch sehr beschäftigt. Wir haben es geliebt zu sehen, wie ihr die Endgame-Builds zusammengestellt habt, die verrückten Fertigkeiten, die ihr beim Meistern der Fortbewegung des Squads zeigt und die Hype-Momente, wenn ihr euch der Justice League und Brainiac stellt. In diesem Update wollte ich die Rezeption, also wie das aufgenommen wurde, wie der Patch aufgenommen wurde, ansprechen. Also sie äußern sich einfach konkret auf das Spielerfeedback zum Patch, was ich auch häufig jetzt gelesen habe auf Twitter, auf Discord oder auch bei mir zum Beispiel unter dem Video. Und hier einfach Top-Prioritätsprobleme. Also sie wollen vorstellen, woran sie einfach in den kommenden Wochen hier arbeiten, was sie auf die Beine stellen wollen. Und eben, dass die kommenden Patches ja die Login-Probleme und Server-Probleme konzentriert behandeln sollen. Und obwohl wir vielleicht nicht sofort alle diese Probleme lösen können, möchte ich allen versichern, dies hat für uns oberste Priorität. Sie stellen einfach klar, wirklich, das ist das Wichtigste für sie. Wir hören und fühlen eure Frustration und können nur zustimmen. Es ist inakzeptabel für die Spieler, die davon betroffen sind. Wir müssen besser werden und arbeiten hart daran, diese Probleme zu beheben. Es ist jedoch keine leichte Aufgabe, denn es handelt sich nicht um ein einzelnes Problem, sondern um mehrere kleinere Probleme, die einige Spieler auf unterschiedliche Weise betreffen. Wir können nur darum bitten, dass ihr geduldig bleibt und weiterhin über den Kundensupport mehr Informationen zur Verfügung stellt, um uns bei der Behebung der Probleme zu helfen. Kann ich natürlich nachvollziehen, weil sie erklären das jetzt auch noch ein bisschen, wie das Ganze eigentlich hinter den Kulissen abläuft. Und ich glaube, das ist auch ganz wichtig zu wissen. Und ich finde es schön, dass sie hier Transparenz zeigen und das einfach auch so ausführlich zu kommunizieren. Denn ich finde das wichtig, denn das räumt einige Missverständnisse einfach auch beiseite. Dann brauchen nicht irgendwelche Leute, die das Spiel sowieso hassen, wieder irgendwelche Vermutungen ins Netz stellen, sondern hier haben wir halt wirklich, was Rocksteady selbst dazu sagt. Nämlich, warum haben wir zuerst ein Endgame Bugfix und Balancing Patch veröffentlicht. Balancing-Änderungen können von unseren Design-Teams durchgeführt werden, ohne dass nennenswerte Code-Unterstützung benötigt wird, also dass es Programmierer geben muss, die da Code schreiben. Ja? Login-Probleme und Server-Probleme sind leider nichts, was ein Designer beheben kann. Wir möchten jedoch Änderungen, die schnell umgesetzt werden können und Teile des Spiels verbessern, nicht verzögern. Also während ihr euch vielleicht fragt und über die Prioritäten frustriert seid, bedenkt bitte, dass wir verschiedene Teams haben, die parallel an verschiedenen Problemen arbeiten. Seid versichert, unsere Ingenieur- und Netzwerk-Code-Teams sind voll und ganz darauf konzentriert, die Netzwerkprobleme zu beheben. Am Ende des Tages möchten wir Änderungen, von denen wir glauben, dass sie Teile des Spiels verbessern, nicht verzögern. Also ich finde es sehr gut, dass sie einfach so konkret auch darauf eingegangen sind. Also das, was man ihnen vorgeworfen hat, diese Prioritäten, die unterschiedlichen. Jetzt sehen wir, sie haben verschiedene Teams, die sich auf verschiedene Aspekte des Games konzentrieren und an Verbesserungen arbeiten. Und dass jetzt eben erstmal ein Patch kam, der kein Coding erfordert hat, den sie früher bringen konnten. Deswegen haben sie ihn auch früher gebracht. Und wenn man das so sieht, natürlich aus dieser Perspektive hinter den Kulissen, denke ich mal, kann man das auch verstehen.
Jetzt kommen wir noch kurz zum Patch und Leaderboard Update. Hier einfach nur kurz, sie haben eine zusätzliche Rangliste jetzt erstellt. Finite Crisis OG Villains. Das sind alle Spieler, die jetzt gespielt haben bis zum Patch mit dem Overpowered Brand Build, ja, und hier alle möglichen Grenzen überschritten haben. Deswegen haben sie die auch cool genannt, diese Rangliste OG Villains. Es wird eine neue Rangliste geben, die halt eben mit dem korrigierten Brandeffekt funktioniert und dann wahrscheinlich auch nicht mehr so hohe Meisterschaftsstufen ermöglichen wird, weil halt eben der Brand angepasst wurde. Wir haben auch das Balancing des Mastery Levels basierend auf eurem Feedback geändert und die Gesundheitszunahme der Feinde ab Mastery Level 46 plus weniger steil gestaltet, dass die Lebenspunkte sich nicht mehr so krass erhöhen. Mit diesen Änderungen wollen wir mehr Build-Möglichkeiten schaffen und wir sind wirklich gespannt darauf, euch alle neue Builds zu verfolgen und erkunden zu sehen. Sie sehen sogar, dass Freeze-Builds entstehen, was sie ziemlich cool finden. Und ich persönlich habe bisher auch nicht besonders viele Freeze-Builds gesehen, deshalb auf jeden Fall gut, dass sie hier diese Möglichkeiten schaffen, dass das auch einen Wert hat einfach. Eine Änderung, die wir im Patch vorgenommen haben, war der Schaden, den Feinde ab Mastery Level 46 plus ein wenig erhöhen und die Schadensreduktion bei Heatwaves, Molten Skin und Turtle Shell von 100% auf 90% reduzieren, also keine vollständige Immunität mehr durch diese Items zu bekommen. Das haben wir aber auch schon besprochen letztes Mal. Und unser Ziel hierbei ist es doch, beide Gegenstände als sehr mächtige Schadensreduktionswerkzeuge zu erhalten, aber sicherzustellen, dass Spieler immer noch die Fortbewegung beherrschen müssen, um auf dem höheren Mastery Levels Gefahren auszuweichen. Ja? Und es gibt ziemlich mächtige Kombinationen darin, die auf den ersten Blick vielleicht nicht offensichtlich sind, aber Synergien schaffen können. Und ja, sie gehen halt da noch ein bisschen auf diese Endgame-Sachen ein. Letztendlich, und hier kommt, was kommt als nächstes? Die höchste Priorität hat halt eben diese Probleme anzugehen, Login-Server-Probleme und so weiter. Ja? Und sie wollen aber auch was daran ändern, wie man Prometheum bekommen kann. Das fasse ich mal kurz zusammen, dass die Kritik dran war, dass man durch die normalen Missionen nicht so gut an Prometheum kommt. Sie planen jetzt diese Überfall, wenn dann Brainiac sein Spezialkommando schickt, dass sie durch diese Missionsart deutlich stärker an Prometheum kommen könnt. Sie fanden es auch cool, dass diese Beutinauts gejagt wurden von uns allen, um hier eben mehr an Prometheum zu kommen. Das kann ich euch übrigens auch sehr empfehlen. Jagt diese kleinen roten Tentakelviecher oder auch diese goldenen, wenn sie da sind. Da habt ihr sehr gute Chancen, an sehr gute Mengen an Prometheum zu kommen. Und das lohnt sich meistens sogar, finde ich, mehr als irgendwelche Missionen zu machen. Und sie wollen aber diese Mission über den Toyman zum Beispiel boosten, dass sie da einfach mehr Prometheum rausbekommt, ja. Und wir möchten, dass ihr das Gefühl habt, Metropolis zu erkunden und dass es Gründe gibt, sich mit der offenen Welt zu beschäftigen, über das bloße Reisen zwischen Missionen hinaus. Und ja, also Raising Hell ist es ja auf Englisch, ne? 3000 Prometheum für das Abschließen von Tier 1 belohnen, also ist eine ordentliche Menge, ne. Und letztendlich kommt es dann auch noch zu einem wichtigen Punkt, glaube ich, die Mutatoren. Und hier haben sie vor, bei diesem Boom-Mutator die Immunität gegen Afflictions, also gegen Zustände. Dieser Mutator, der ist ziemlich harsch in der Kritik, weil es eben dann die Mutation gibt, dass Feinde nichts mehr mit Affliction, dass du da nichts mehr machen kannst. Und das ist ziemlich komisch, finde ich persönlich auch komisch. Ich meine, ich habe jetzt diesen Mutatoren, glaube ich, noch nicht so erkundet oder so, glaube ich, häufig gehabt. Oder zumindest habe ich es nicht gemerkt. Aber wenn du halt dann deine Afflictions nicht mehr drauf machen kannst, das nervt ja brutal, ja. Weil das sind ja die Gameplay-Mechaniken, die man eigentlich verinnerlicht hat im Laufe der Zeit. Und dann plötzlich funktioniert das alles einfach nicht mehr. Und jetzt haben sie nämlich auch darauf Bezug genommen, und sagen, dass zum Beispiel bei Harley und King Shark das besonders blöd sein kann. Wir ziehen daher in Erwägung, Suicide Strikes und Shield Harvesting auszuschließen von diesem Boom, ja, Mutator, damit ihr all eure Fähigkeiten weiterhin nutzen könnt, aber dennoch eure Positionierung sorgfältig bedenken müsst, wenn ihr Feinde mit euren anderen Angriffen angeht. Ja?
Wir ziehen auch in Erwägung, Immunität gegen Affliction zu modifizieren, dass der Effekt von Feinden entfernt wird, wann immer sie Schaden nehmen, anstatt nur bei kritischen Treffern. Ich finde es gut, dass sie jetzt auch sofort anfangen, darüber nachzudenken, das zu tun. Ich würde es ihnen ehrlich gesagt auch empfehlen, das zu tun, weil für mich klingt das schon allein ziemlich nervig. Und ich weiß nicht, ob ich schon gespielt habe und es da auch schon als nervig empfunden habe. Ich habe schon mal sowas Ähnliches als nervig empfunden. Und ja, wäre gut, wenn sie das machen. Sie möchten halt eben auch weitere Builds und Spielstile einfach eröffnen. Also, dass halt einfach verschiedene Dinge eine Wertigkeit haben. Da gehen sie besonders noch auf die niedrigstufigen legendären Gegenstände ein, wo sie gesehen haben, dass viele Low-Level-Legendaries einfach nicht in die Builds finden, in die echten Builds, die gezockt werden, sind diese Legendaries nicht dabei. Und sie gucken auch darauf und versuchen daran, was zu drehen in Zukunft, dass auch diese Legendaries irgendeinen Sinn haben können in Endgame-Builds, was ich sehr gut finde, dass sie eben auch auf diese Items schauen, damit diese Items halt auch eine Daseinsberechtigung haben und nicht einfach nur im Mülleimer landen. Das finde ich gut, dass sie so daran gehen. Und ich finde es jetzt allgemein einfach, ich lese jetzt nicht mehr alles im Detail runter, ich finde es abschließend einfach mal positiv festzuhalten. Sie haben sich hier sehr geöffnet, sie sind mehr ins Detail gegangen, haben gesagt, was sie machen, haben gesagt, was sie machen wollen, haben erklärt, warum sie jetzt noch nicht eben diese krassen Probleme, wichtigen Probleme beheben konnten. Ich hoffe trotzdem, dass es ihnen nächste Woche gelingt, zumindest einen Großteil der Probleme zu beheben, weil das ätzt natürlich einige Spieler an und ich finde natürlich auch zu Recht. Deswegen, ich finde, das ist jetzt ein positiver Schritt im Vergleich zum Patch, was sie da als Feedback gegeben haben. Ich habe es auch direkt im Stream schon als Rückmeldung bekommen. Auf dem Kokatox war es, glaube ich, der zugeschaut hat. Hat auch gesagt, diese Meldung hier hätte direkt zum Patch schon dazugehört. Einfach, dass man die Hintergründe versteht. Und das kann ich nur voll unterstreichen. Wir haben es aber gehört und ich finde es einen guten Move. Ich hoffe, es geht jetzt so positiv weiter. Lasst mir natürlich gerne euer Feedback unten im Video da. Schön, dass ihr eingeschaltet habt und ich hoffe, wir sehen uns beim nächsten Mal. Macht es gut, Leute, und ciao.